Das Räuchern ist wie eine Direkterfahrung für die Seele. Es ist die direkteste Möglichkeit, auch Natur zu erfahren. Und je nachdem, wie die Düfte dann eben wirken, können wir uns beruhigen, entspannen. Wir können uns aber auch vitalisieren. Der Ursprung des Räucherns liegt in dem Augenblick, als die Menschen bewusst und kontrolliert das erste Feuer machen konnten. Indem wir die Düfte einatmen, gehen die über unsere äußersten Riechzellen in den ältesten Teil unseres Hirns. Und dort sitzt unser ganzes Erinnerungsvermögen, unsere Psyche, unsere Seele, unsere Stimmungen und unsere Befindlichkeiten. Was zeichnet qualitativ hochwertiges Räucherwerk aus? Das ist im Grunde ganz einfach. Es muss absolut naturrein sein. Es gibt natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe selber einen Garten, ich kann in den Wald gehen. Dann gibt es natürlich die ganzen exotischen Harze und die kommen wirklich aus aller Welt. Südamerika, Indien, arabische Halbinsel, der Weihrauch zum Beispiel. Das Schlüsselerlebnis, das war wirklich, dass ich so ein kleines Equipment praktisch geschenkt bekommen habe, im Grunde nicht richtig wusste, wie ich damit umzugehen habe und dann einfach neugierig war. Ich habe mir am Anfang nicht vorstellen können, dass es so eine Erfolgsgeschichte wird. Es hat mich im Grunde ja selber überrannt und mein ganzes Umfeld hat damit auch nicht gerechnet. Also Rauch und Duft bedeutet für die Menschen immer Wärme, Schutz, Geborgenheit, ein bei sich ankommen und ein ganz tiefes Wohlbefinden. Und das Schöne ist, dass uns das heute in unserem modernen Alltag genauso tief in unserer Seele nährt, wie es das unsere Ahnen schon getan haben. Und es ist einfach eine wunderbare Begleitung und Unterstützung in allen unseren Lebenssituationen des Räucherns.